Hallo. Heute habe ich mal wieder einen Roman mitgebracht von der Altmeisterin des deutschen Krimis. Ingrid Noll, Kein Feuer kann brennen zu heiß. Erschienen im Diogenes Verlag, 304 Seiten, 24 Euro. Eigentlich wollte Lorina, genannt Lori, ein Junge werden, wie schon ihre Schwester Carola vor ihr. Aber Carola ist wenigstens hübsch und als Bankerin auch noch erfolgreich. Lori hingegen ist eine wahre Enttäuschung für ihre Eltern. Sie zeigt sich ungeschickt und wird von allen nur Schlumpfrohre genannt. Aber sie kann gut kochen, ist kräftig und redet nicht viel. Der Beruf der Altenpfleger Pflegerin scheint ideal für sie zu sein. Ihre neue Stelle bei Viktoria Alsfelder ist ein Volltreffer. Die alte Dame sitzt nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmt im Rollstuhl. Ihr Mann hat sie verlassen, sorgt aber weiterhin gut für sie. Lori bekommt zusätzlich zum sehr guten Gehalt auch noch freie Kost und Logis. Neben ihr gibt es noch die nette, aber misstrauische Halbtagshaushälterin Nadine, den Gärtner und den singenden Physiotherapeuten Boris, der dreimal in der Woche zur Behandlung vorbeikommt. Ach ja, und dann ist ja auch noch der Großneffe Christian, der vor allem nur Erbschleicher genannt wird. Offiziell kümmert er sich um alles Technische und Finanzielle, aber im Haus der Frau Alsfelder traut ihm keiner so recht über den Weg. Lori hat also das große Los gezogen. Und als dann auch noch Boris um sie wirbt und ihr Komplimente macht, ist es schnell um sie geschehen. Leider entwickelt sich der stürmische Liebhaber schnell zu einem tyrannischen Gigolo. Lori will ihm einen Denkzettel verpassen, aber das geht leider gewaltig schief. Die zunächst ungeschickte und unselbstständige Plump Lori entwickelt sich im Verlauf der Geschichte zu einer ganz erstaunlichen Persönlichkeit und Heldin. Ingrid Noll ist mit ihren 86 Jahren immer noch die Lady of Crime und Grande Dame der deutschen Unterhaltungs- und Kriminalliteratur. Gelungen ist ihr mit Kein Feuer kann brennen so heiß ein kurzweiliger, raffinierter, angelegter und schwarzhumoriger Roman mit skurrilen Charakteren sowie einigen gesellschaftskritischen Spitzen und wundervoll bissigen Seitenhieben auf das männliche Geschlecht. Ein vergnüglicher und kurzweiliger Lesespaß. Hier im Laden. Und nicht vergessen, wir versenden alles portofrei, einfach braunbart.de oder 07251 38 48 00 oder eine Mail an info@braunbart.de. Danke, ciao.